Communication Camp in 2007. Let's hand over the microphone to Florian and Julia. Hi everybody, you just can't believe what kind of feeling it is when about 1 year work turns in such a camp, and it's unbelievable to see all you guys here and apparently having fun. The Chaos Communication Camp is an international, 5-day open-air event for hackers and associated life forms. This camp features 2 conference tracks with interesting lectures, a workshop track, and about 60 villages, providing workshops and get-togethers covering a specific topic. Wir laufen jetzt gerade dann auf das eigentliche Campgelände, sozusagen auf der ehemaligen Rollbahn der Flugzeuge, wo sie aus ihren Hangars auf die Flugbahn transportiert wurden. Und hier sehen wir dann auch schon den ganzen Zeltbereich mit einer von den beiden Caravan-Areas, die wir haben. Was man hier ganz schön sieht, ist, dass wir sehr, sehr international sind dieses Mal. Wir haben 50 Zeltstädte, die meisten sind tatsächlich in irgendeiner Form regional bezogen. Und wir haben einfach mal komplett um den ganzen Erdball. Ich hatte Anfragen aus dem Libanon, aus Argentinien, aus USA, aus, was weiß ich, Russland zum Beispiel. Wir sind wirklich um den kompletten Globus vertreten und man trifft ja auch ganz spannende Leute, die die seltsamsten Sprachen sprechen. Es geht einfach auch viel um Socializing, um das abends an der Bar sitzen und eben auch die Villages. Es ist hier vielmehr ein Mitmachcamp, wo man ins Gespräch kommt und nicht so diese Frontalbeschallung. It took place from August 8th to 12th 2007 in Finnefort, near Berlin. With about 2,000 participants, this was one of the largest international open-air hacker meeting that ever took place on planet Earth. Hier die ganzen Zelte, die wir sehen, mit diesen ganzen schicken Plakaten, die dranhängen, das ist das Camp Anaconda. Das sind unsere Gäste aus den USA von der Hacker Foundation. I'm Nick Farr, I'm the treasurer of the Hacker Foundation in the United States. Well, the Hacker Foundation was founded in 2005. One of the reasons that it started was because the hacker scene in the United States, it's very disorganized. You know, we have a lot of people who are very, very good at working by themselves on projects very intensely and focused, or maybe with 1, 2, 3 other people. But we aren't really good at organizing. We aren't really good at showing people, you know, who we really are, at organizing projects on a much grander scale. This is clearly, in my opinion, as a historian of hacker events, the finest, the best hacker event that has ever taken place on planet Earth. I brought 40 American Canadian hackers here, and everybody is just completely blown away by what's going on here in Europe, by all of the creativity, all of the self-organizing, all of the projects that people have going here, all of the just activity constantly around the clock. And one of the great things about hackers is that they are normal people. You know, very often from non-technical backgrounds, who actually understand and have a deep understanding of the technology that they choose to work with. Just walking around the camp, you can see all of the just incredible things that are happening here. This is who hackers are. We are creative. We're incredibly intelligent people. We're people who use technology in incredibly innovative ways. We're people who are fighting for the rights, the digital rights of people all around the world to be able to do what they want with the technology they have when they want to do it, to be able to network to bring the world closer together. I'm mostly responsible for Hackers on a Plane, of course, and everybody here, everybody who came here helped out in ways. I think that the Americans caught right on to the sense that you have here at camp, that everybody is helping everybody else. When you have resources that other people need and you can spare them, you spare them, you offer a hand, you take care of the grounds, you do everything, you show respect towards everyone. I think that kind of mentality is missing in the American hacker scene, and the American hackers that I brought here are gathering that. They had a wonderful experience here at camp, and I'm really, really enthusiastic and looking forward to all the wonderful things that the hackers from Hackers on a Plane are going to take back to the United States and Canada with us.
Wir befinden uns hier vor allem unsere Datenklos, von denen haben wir 23 Stück auf dem Gelände. Das ist einfach ein leeres Klo, dieses Mal leider nicht ganz leer wie sonst immer, sondern diese Plastikschüssel ist drin, aber ansonsten zum Glück nichts. Da befindet sich ein großer Switch, der über Glasfaser angebunden ist, das wir hier sehen, das dann direkt mit dem NOC verbunden ist. Und überall von allen Seiten kommen dann die Netzwerkkabel der Teilnehmer. Die stecken ihr Kabel einfach durch eines der Lüftungslöcher. Und alle 2 Stunden kommt jemand vom NOC, kontrolliert, was Sache ist und steckt alle Stecker entsprechend in einen Switch, verteilt damit also das Internet über das ganze Gelände. Also erstmal, FEM ist die Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien und ist als studentischer Verein 1997 entstanden, aus dem Willen heraus der Studentenschaft ein eigenes, unabhängiges Studentennetzwerk zu gründen. Wir sind mittlerweile das größte Studentennetzwerk unter Eigenverwaltung und Eigenfinanzierung, was uns auch ganz wichtig ist. Und aus dieser Eigenfinanzierung konnten halt ganz viele andere Projekte im Laufe der Jahre etabliert werden. Und eins davon ist halt das Streaming-Team. Und mit dem sind wir hauptsächlich hier, um halt die ganzen Lectures, Vorträge, Workshops halt live ins Internet zu streamen, für alle Leute, die halt irgendwie nicht kommen können oder nicht da sind. Und später dann natürlich auch on demand, ne? Dass man, wenn man eine Vorlesung oder ein Lecture verpasst hat, dass man sich die dann halt hinterher auch nochmal angucken kann. Es gibt unheimlich viele Projekte bei FEM, angefangen von Datenbanken, die nur für die Administratoren benutzt werden, Netztechnik, Verwaltung. Da geht schon einiges, da kann man sich gut austoben. Das sind hier unsere beiden Vortragsshelter, Fu und Bar, mit jeweils 400 Sitzplätzen, wo von morgens 11 bis nachts Mitternacht oder 1 Uhr, je nach Tag, die Vorträge stattfinden. I'm going to do a political talk about a broadcasting treaty within the World Intellectual Property Organization in the UN. And I had a talk about surveillance and about countermeasures to surveillance techniques like anonymizers. We talked about data retention, that stuff. Well, I gave a speech already this afternoon about laser printer tracking codes. There are codes printed on the output pages of color laser printers that help identify where the documents came from. Wir sind aktiv gegen die Vorratsdatenspeicherung, die als Gesetzesentwurf gerade in der Umsetzung ist in Deutschland. Wir reden direkt mit Politikern, wir haben auch eine Kampagne dazu, das nennt sich dann SPD, CDU, CSU gegen Vorratsdatenspeicherung, wo wir versuchen direkt die Politiker, die Abgeordneten dazu zu bewegen, ein Statement abzugeben und sie davon zu überzeugen, die Vorratsdatenspeicherung, wenn es dann in letzter Abstimmung in den Bundestag kommt, dann eben abzulehnen. Wir haben noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir sind noch eine demokratische Gesellschaft. Wir haben, jeder Einzelne von uns hat Möglichkeiten, sich zu engagieren, seine Meinung kundzutun und etwas zu tun. Unsere Aufstellung ist eher multiplizieren, vernetzen und Informationen verbreiten. Zunächst würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal zum Pock. Hallo Pockjung, ich wollte euch vorstellen. Ich habe hier ein Telefon, das ich ganz gerne anmelden möchte. Ja, wir haben hier eine Telefonanlage von der Firma. Und da hängen jetzt mittlerweile, haben wir 769 Telefone angemeldet. Kann man da auf unserer schönen Wand hinten sehen. Die sind jetzt hier auf dem ganzen Feld überverteilt, bei den ganzen Leuten. Man kann sich hier anmelden kommen. Vorher kann man sich eine Nebenstelle registrieren im Internet. Und dann kann man einfach hinkommen, sich das Ding anmelden, kostenlos raustelefonieren gibt es noch und man kann von außen erreicht werden. Und so ist quasi auf dem gesamten Gelände hier Empfang und man kann Spaß haben damit. Diese Klingelton. Danke. Tschüss. Ciao. Ich finde, es ist eine ganz kreative Gruppe und man spürt diese Atmosphäre, die kreative Atmosphäre. Das schlicht über auf Leute wie mich zum Beispiel, die eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben, die sich nur gelegentlich mal in den Computersendungen mit solchen Themen beschäftigen. Ich sehe viele Zukunftsthemen,
zum Beispiel, dass ich mit meinem Telefon mich in die Konferenz reinschalten kann. Finde ich absolut spitze. Warum macht das kein Provider, wenn das jetzt schon möglich ist? Frage ich mich. Also man sieht hier so ein bisschen Zukunft, obwohl die Gegenwart ja schon Zukunft ist. Hier drin ist dann Hackcenter und auch die Bastelstationen, Lötworkshops, die Quadrocopter versammeln sich hier, einfach alles, was ein bisschen mehr mit Technik zu tun hat. Und nebenbei ist es natürlich angenehm kühl, deswegen ist es hier auch entsprechend voll. Und ich nenne es mir so ein bisschen das Klischeebild, das ist so das, was Außenstehende doch am ehesten von einem Camp hier erwarten, aber es ist eher die Ausnahme als die Regel. So eine Drohne ist ja im Prinzip erstmal, das sind Quadrocopter, kleiner fliegender Hubschrauber, vor dem man an sich nicht Angst haben muss, sondern damit man das nicht muss, den erstmal verstehen. Das ist unsere Aufgabe. Selbst fliegende Automaten, damit haben wir es eigentlich zu tun. Das sind Systeme, die sich selber steuern können, die Videos aufzeichnen können, ein fliegendes Auge sozusagen. Das gibt es jetzt, das klingt sofort nach Überwachung, das klingt sofort nach Rüstungsindustrie, nach Polizei und so weiter. Man kann die jetzt im Laden kaufen. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Was bedeutet das für uns, für jeden anderen? Fängt es jetzt an, dass die Nachbarn plötzlich über den Gartenzaun fliegen und durchs Schlafzimmer gucken, was wird passieren? Das ist das Thema, das uns interessiert. Neben der Tatsache, dass es sich natürlich um total faszinierendes Spielzeug handelt. So eine Drohne, da gibt es jetzt ein kommerzielles Produkt, Microdrone MD4 200. Das kann man jetzt tatsächlich kaufen, kostet 10.000 Euro aufwärts. Das ist die eine Seite der Fahnenstange. Für uns viel interessanter natürlich die Selbstbauprojekte, die aus dem letzten Vortrag auf dem Kongress entstanden sind. Was mich persönlich sehr freut, da ich auf dem Kongress behauptet hatte, das geht für unter 1.000 Euro. Großartige Sache. Ist noch ein kleiner Unterschied zu den professionellen Systemen, aber der ist nicht mehr sehr groß. Das beflügelt sich gegenseitig. Die Profis müssen dann natürlich umso schneller neue Systeme schaffen. Und die Bastler sind natürlich umso motivierter, das zu können, was die Profis auch können. Das verschafft uns einen ganz, ganz tiefen Einblick in diese Technik, die so kompliziert dann doch gar nicht ist. Es sind vier Motoren, vier Rotoren, die werden jeweils zwei linksrum, zwei rechtsrum angesteuert. Dadurch hebt sich dieser im Kreisdreheffekt auf. Das lässt sich also rein elektronisch steuern und lenken dadurch, dass die Rotoren eben unterschiedlich schnell angesteuert werden. Damit lässt sich so ein System auch schaffen, das vom Computer gesteuert werden kann, sehr einfach. Da sind eine Menge Sensoren drin, Luftdrucksensoren, Luftfeuchte, Lufttemperatur, Beschleunigung, Rotation, Erdmagnetfeld und GPS. Und damit kann man tatsächlich jetzt ein System schaffen, dem man Waypoints eingibt. Das heißt, ich kann auf Google Maps oder Google Earth sagen, von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C rumdrehen, zwei Fotos machen, zurückkommen. Sowas geht jetzt. Oder auch dort bleiben in kritischen Missionen. Deswegen sind es ja Drohnen. Die Definition der Drohne ist ja, es ist entbehrlich. Man kann darauf verzichten, man schickt keinen Menschen, weil möglicherweise geht die Mission schief. Deswegen schickt man ja eine Drohne. Es führt aber auch dazu, dass wir mehr und mehr diskutieren darum, was denn so etwas bedeutet. Ja, was kann man damit machen? Wen kann man damit ärgern? Watching them, watching us, das ist die alte Hacker-Tradition. Wir werden sicherlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr im Selbstbaubereich solche Sachen sehen, dass es so, ja, so Spiele gibt mit Drohnen, die sich sozusagen virtuell gegenseitig abschießen oder so etwas. In diese Richtung wird es gehen. Viel bedenklicher und bemerkenswerter sind aber Szenarien, bei denen jetzt ein Fluggerät auf dem Hochhausdach steht mit einer Zeitschaltuhr. Ohne Kontakt zu irgendeiner Person. Das steht da ein Jahr lang. Nach einem Jahr geht eine Klappe auf. Das Ding fliegt raus übers Stadion, Ehrentribüne und lässt was fallen. Das sind Szenarien, die sich sehr, sehr, sehr schwer verhindern lassen, mit denen man jetzt rechnen muss. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass beim nächsten Gipfel Greenpeace nicht mit 11 Schlauchbooten, sondern mit 20 Drohnen daherkommt. Und die Wahrscheinlichkeit, damit tatsächlich zum Ziel zu gelangen, halte ich persönlich für größer. Sandro Geiken, ich bin Technikphilosoph am Institut für Wissenschafts- und Technikforschung und wohne hier in Berlin, bin alter Bekannter vom Chaos Computer Club hier in Berlin. Ich beschäftige mich halt forschungsmäßig mit dem Kontext von Technik und Politik und was es so für Verbindungen gibt,
Da ist Überwachung natürlich ein ganz brisantes und aktuelles Thema. Und da arbeite ich halt im Moment viel für den Chaos Computer Club. Ich meine halt, dass im Moment die Öffentlichkeit noch viel substanzieller aufgeklärt werden muss über die ganzen Konsequenzen und die ganzen Potenziale, die halt in diesen ganzen Technologien stecken, die jetzt in beispielsweise in diesen Überwachungstechniken umgesetzt werden. Da gibt es dann halt eine ganze Menge Konsequenzen. Also man verliert halt diese Sinne für das Verständnis von Gefühl, von Autonomie, von Freiheit, von Individualität, von Authentizität, weil halt da die Basis dann psychologisch sozusagen auf so eine materielle Art und Weise fehlt, in dem Moment, in dem man dauernd beobachtet wird. Überwachungsthematik ist eigentlich wirklich so was ganz parallel zum Klimaschutz ist. Also das sind halt eben Dynamiken, die jetzt gerade angelegt werden. Diese Infrastruktur wird jetzt gerade angelegt. Es ist jetzt gerade so, dass sich das so als so eine Unterstruktur von wirklich allen Informations- und Kommunikationstechnologien anfängt zu etablieren. Und wenn man dem halt nicht genau jetzt einen Riegel vorschiebt und wenn man nicht genau jetzt reagiert, das ist halt wieder diese Parallele zum Klimaschutz, dann wird es einfach, wissen wir aus der Technikgeschichte, wird es für eine ganze Weile zu spät sein, weil es halt sich relativ leicht, solche Sachen fühlen sich immer leicht ein und sind dann aber sehr schwer wieder abzuschaffen. Aus Technikforschungssicht sozusagen ist es ganz klar, dass sich diese Überwachungsstrukturen einfach als permanente Substrukturen in alle Informations- und Kommunikationstechnologien einlagern. Es gibt jetzt natürlich die konkreten Beispiele in der Marktwirtschaft, wo diese Technologien missbraucht werden, um halt zum Beispiel Profile von Konsumenten herzustellen und die dann halt eben zu verkaufen an Versicherungen und so weiter. Naja, es gibt natürlich diese ganz einfache Formel, Wissen ist Macht. Und in diesem Sinne von Wissen ist Macht ist natürlich auch die Verfügungsgewalt über Daten Macht. Also dieses Ansammeln von Daten gibt halt diesen politischen Institutionen, den exekutiven Institutionen, eine sehr große Macht über ihre Bürger, und deswegen hat der Staat da natürlich so ein ganz klares Eigeninteresse. Und es ist meine persönliche Meinung, dass ein Staat, überhaupt ein demokratischer Staat, der einigermaßen realisieren müsste, was diese Technologien für ein Missbrauchspotenzial haben in den falschen Händen, in die sie ja jederzeit geraten können. Und das ist eigentlich eine paradoxe Situation, die jetzt gerade halt in so einer ganz komischen Logik aus Terrorangst und Verschwörung richtig erscheint, aber eigentlich wäre es gerade andersrum, richtig rum. Eigentlich müsste ein Staat gegen diese Maßnahmen Schutzmaßnahmen entwickeln und nicht diese Maßnahmen selber fortbringen. Aber das ist natürlich ein Interesse mit einer sehr stark antidemokratischen Tendenz. Man kann natürlich sagen, dass erstens die Überwachungstechnik auf jeden Fall die Tendenz hat, nicht nur 10% Privatheit, sondern 100% Privatheit wegzunehmen, und auf jeden Fall als technische Infrastruktur so angelegt ist, dass diese ganzen Grundwerte, die jetzt ein bisschen eingeschränkt werden, auch total davon eingeschränkt werden können. Sobald mal ein Diktator drankommt sozusagen oder irgendwie ein totalitärer Interessent, dann halt sozusagen, der dreht dann einfach die Lautstärke voll auf und schon hat man 100% weg innerhalb von einem Tag. Es ist tatsächlich so, dass der Hacker eigentlich effizient der einzige Techniker ist, der seine Verantwortung als Techniker wahrnimmt in dieser Rolle eines Weltgestalters. Ja? Der Hacker ist der Einzige, der ein Bewusstsein dafür hat, dass er mit dem, was er tut, die Welt mitgestaltet. Und dass er auch dadurch, dass er es auf eine andere Art und Weise tut, die Welt auch anders gestalten kann. Und das ist was in diesem Lokal des Technikers zu finden, das ist was sehr Wertvolles. I came from Moscow, and my project is Civil Hacker School, the School of Hacking Art. I will make tomorrow the first presentation in Europe, and it is on Chaos Communication Camp. Computer hacking is in old true meaning, enjoying computers, networks, enjoying being smart, finding some smart ways. It's not for harming people, it is hacker in old noble way. The main idea is that if you study computers, if you study computer networks, then it is good, and there is nothing to hide.
if you know computers, if you know them well, if you know networks, if you can help people and society with this knowledge, then society and people must not afraid you, but must admire you and pay attention to you, help you. People who know something help to newbies, newbies help to people who are old, and this is just lifestyle. So I think that there are many legal ways of application of hacking art, even most dangerous parts, and if a person has strong ethics, then he can get very strong technique study. Was wir hier aufgebaut haben, ist das Einwohnermeldebüro der ersten transnationalen Republik. Also bei uns geht es um mehr Demokratie in der globalen Welt. Und man kann sich hier anmelden, Bürger der Vereinten Transnationalen Republiken werden, einen Ausweis bekommen, kann dann letzten Endes auch an globalen Wahlen und Abstimmungen teilnehmen können sollen. Das ist ein Projekt, was sich mit der Fragestellung auseinandersetzt, wie man die Demokratie in die Globalisierung bringen kann. Und wir treten dafür ein, dass man das föderale Prinzip um eine Ebene erweitert. Ja, wir hatten halt ein Projekt Open Sputnik ins Leben gerufen, das praktisch RFID-Technologie, die bis jetzt halt sehr negativ belegt ist, einfach mal zeigen könnte, was man alles machen kann. RFID ist ansonsten bekannt, eher praktisch in Ladengeschäften, praktisch als elektronische Preisschilder. Wir machen hier das Open Beacon Projekt und mit Open Beacon wollten wir zeigen, wie Überwachungstechnologie in ein paar Jahren aussehen könnte, um praktisch eben diesem schleichenden Effekt, dass Überwachungstechnologie langsam in unseren Alltag eingeführt wird, entgegenzuwirken. Wollten wir praktisch einen großen Sprung schaffen, praktisch jetzt eine Überwachungstechnologie zeigen, die es wahrscheinlich frühestens halt in 5 bis 10 Jahren geben wird. Und jetzt schon zeigen, mit einem großen Sprung auf einmal und hoffentlich ein bisschen auch erschrecken und Gruseln auslösen, wie Überwachungstechnologie denn im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, aussehen kann. Das Besondere an den Tags ist, dass die senden und empfangen können. Das heißt, wenn man einfach 2 Tags hätte, könnte man praktisch zum Beispiel schon eine Datenverbindung zwischen beiden aufbauen und jetzt beispielsweise irgendwelche Fun-Applikationen wie ich mache meiner Katze eins um den Kopf und stecke ein anderes halt in die Küche und wenn die Katze in die Küche kommt, dann geht irgendwie ein Summer los, der die Katze vertreibt. Also man kann da schon sehr viel Spaß mit haben mit der Geschichte und dazu, um das halt wirklich community-fähig zu machen, hatten wir bewusst halt Hochsprachen genommen, also auch für den Mikrocontroller drauf und hatten halt möglichst einen Mikrocontroller genommen, der so weit verbreitet ist, dass die Programmiertools dafür und Programmiergeräte möglichst günstig sind. Also wir haben von der Version eine Variante mit einem 3D-Beschleunigungssensor, der extrem stromsparend ist. Das Ding kommt praktisch regelmäßig nach, ob der 3D-Beschleunigungssensor ändert und dann kann man praktisch Funktionen machen, wie beispielsweise die Aktivität des Benutzers erraten. Das ist ganz spannend. Also man könnte beispielsweise über einfach die Frequenz der Bewegung zum Beispiel feststellen, ob jemand gerade läuft, ob jemand gerade sitzt, ob jemand gerade schläft, weil halt selbst das Bewegen auf der Brust ist halt eine Beschleunigung, die man halt ausmessen könnte. Und dann könnte man praktisch halt gerade erraten, was diejenige tut. For the main reversing part, we are mainly like 5 people. So we have Deacon, who is known for the reverse engineering of the Apple DRM. We have Roxfan, we have Nightwatch, we have myself, IZSH. We managed to get the a full dump of the flash from the baseband chip, the S-Gold 2 Infineon chip. ISIN source code is public. We released the source code so people can actually reuse it as a GPL source code. So initially, in the very first week, we reversed this protocol. I was like reversing iTunes,
Rockfan was reversing the GLN and Nightwatch. Nightwatch was doing a little bit of both. So we reverse this protocol and Nightwatch find a way to get out of this, what we call this jail, because we were seeing only like a sub part of the phone. We couldn't see the Wi-Fi system. When you get this phone, you cannot do anything. You cannot even use the iPod features because it's completely locked. So you need to activate it. And normally to activate it, you need to sign the contract with AT&T and stuff like that. But once we managed to get out of the jail, we realized that the activation process was just using RSA certificate signature process. That's how I did ASign, which is I just changed the certificate, the public certificate, and now I can sign myself. So I can generate myself a signature and activate the phone, which is the first process. So, I mean, on the Apple side, once you get out of the jail, it's fairly open because you have access to the Wi-Fi system. Everything was run as a root user, so it's not very secure. But the baseband side, the Infineon chip side, is quite secure because like everything is signed. You cannot do whatever you want with it. For the moment, it's well thought. We found a couple of bugs in there. We are trying to see if we can exploit them. I'm mainly focused on the unlocking for the moment. I already reversed how Apple is doing the software updates, because I want to be able to emulate releasing software updates so that it's easier for people to actually install it on their iPhone. They don't have to do SSH and stuff like that. We have like sub team working independently. So you have like one team which is mainly focused on doing third party apps with full UE and stuff like that. So they did that recently, which is like a terminal, which is kind of fun, some LS on it, and you can browse your own file system and stuff like that. So yes, they did that recently, and they are releasing more and more full app stuff, like now they are doing games and stuff like that. Yeah, well, we will not stop until we have everything reversed, and so we are going to document everything and release it for the public to be able to use it and continue to reverse. Hier hinter uns sieht man eines der beiden österreichischen Villages. Das ist in dem Fall das Village von Metalab, also unseren Freunden in Wien, die dann gleich mal ihren eigenen Pool und sogar eine österreichische Telefonzelle mitgebracht haben. Und das Bock hat dann beschlossen, wenn man eine Telefonzelle haben will, man sie auch benutzen. Deswegen ist sie selbstverständlich auch angeschlossen. Ja, laufen wir hier gerade an dem Bereich von den Wireless-Funkern, von der Seabase und Ähnlichem vorbei, denen auch diese ganzen spektakulären Zelte hier gehören. Also der Verein Seabase entstand 1996 als eine Gruppe von Science-Fiction-Liebhabern über ein unbekanntes Artefakt stolperten und sich fragten, was steht denn da drauf, was sind denn das für komische Zeichen? Und sie identifizierten einen Schriftzug namens CVRP, Be Future Compatible. Und sie fanden heraus, dass sie einer abgestürzten Raumstation auf der Spur waren, nämlich der Seabase, und dann gründeten sie einen Verein, der eben zum Ziel hat, diese Raumstation zu rekonstruieren. Die Forschungsarbeit war erfolgreich, ist erfolgreich. Das ist sozusagen ein Stück Werk, wo jedes kleine bisschen immer uns ein Stück näher dem Ziel bringt, diese Raumstation in ihrer gesamten Größe von einem Durchmesser von 1,6 Kilometern wieder zusammenzubringen und wieder in den Orbit zu bringen. Im Augenblick hat die Seabase ca. 250 Mitglieder. Jetzt hier in den letzten Tagen auf dem Camp sind noch einige dazugekommen. Und wir hoffen, so schnell wie möglich eine Mitgliederzahl von 400 Mitgliedern zu erreichen. Thematische Aspekte gibt es zum einen Audio- und Videoprojekte, wo Leute auch so außerhalb dieser Sphere unterwegs sind. Dann ganz wichtig das Wireless. Also Freifunk, sich mit WaveLAN-Technologie beschäftigen, Antennen, Übertragungstechniken, Kommunikation. Ja, hier drin gibt es das Multitouch-Console-Projekt. Da geht es darum, einen Tisch zu machen, der Multitouch-fähig ist. Ich bin Martin und ja, Seabase-Member. Das ist im Moment für uns ein reines Abspielgerät, weil uns ging es erstmal darum, das Prinzip der Hardware in richtig schön hinzubekommen. Alle Leute sagen, hey, ist ja toll und ist bestimmt auch gar nicht schwer, dafür eine einfache Applikation zu schreiben. Und dann sagen wir, ja, schick, macht. Wir haben das Gerät gebaut. Wir mussten halt Kompromisse eingehen aufgrund der Kosten. Also wir haben keinen wirklichen halbdurchlässigen Spiegel, sondern eine normale Glasscheibe mit einer milchigen Folie drunter und auch keine echten Infrarotsensoren, sondern Halogenscheinwerfer mit einem ganz dunklen Zelluloid davor. Also sprich unbelichtet entwickelter Film. Und der ist dann so dunkel, dass da fast nur noch Infrarot durchkommt.
also sehr dunkle Rottöne, nicht wirklich Infrarot. Und das nehmen wir halt mit einer Infrarotkamera auf. Aus Interesse, wie gut kann man es hinkriegen und wie gut funktioniert es denn dann wirklich? Und das ist ein super Ergebnis, so gesehen. Wir werden uns eines Tages darüber totlachen, dass wir Mäuse benutzt haben. Wir werden eines Tages uns darüber totlachen, dass wir Tastaturen nicht vernünftig benutzt haben, weil Tastaturen uns jetzt im Augenblick schon die Möglichkeit geben, mit Computern zu sprechen, indem wir ihnen Befehle geben, einer Sprache, die zu erlernen ist. Die Seabase befindet sich in der Rungestraße 20 am S-Bahnhof Janowitzbrücke in Berlin und da kann man gerne auch einfach mal so vorbeikommen. Reboot your universe now. Es ist 0:30 Uhr. Auf dem Plan steht Powerfighter auf. Also, Erdgas wird vorgestellt, unparteiisch, unbestechlich und unbarmherzig. Und natürlich verständliche Präsentation zu geben. Unklar, Zeit, rennt davon, Umwelt, freundlich, feindlich, bestimmt was. Herr Zierigen, such dir eine Folie aus. Ja. ALBHR.key. Akustisch nicht dem entspricht, was zu sehen ist. Ich finde, alle von uns haben aus diesem Wort. Hello, everyone. My name is Dan Kaminsky, and this place is ridiculous. What? Nobody told me there'd be bomb shelters. So, I've looked at a lot of things over the years. I've looked at, like, SSH, high-speed network scanning, pretty much everything but kittens over DNS, pattern analysis, neutrality verification. All right, so this is my year. I finally decided it's time to look at the web. Now, why would I want to do that? That's not a moon. That's a web browser. They're great. People talk about these things like their operating systems. Forget operating systems. They're like a TCP/IP stack you get to send code to. The web is getting all the really crazy stuff, mainly because the web has the crappiest programmers. So we're getting a lot of stuff with cross-site scripting, cross-site request forgery. The Super Bowl actually had a WMF O-Day show up on it 2 days before the Super Bowl. Placed a malicious image on the website, they got over 1 million infected desktops overnight. All right, so what's up, guys? Hi, Dad! 3, 2, 1, go! God, I love Germany. All right. So, I guess, you know, I just gave my talk out here. Now I'm drenched off my ass. and apparently continuing to get drenched off my ass. So I've talked about DNS rebinding attacks. Web browsers are fun. God, they're fun to mess with. They're huge. You get all these great toys to play with and you get, like, actually the best part of it is you have like 10 years of broken functionality to play with. But you know what? It's still kind of beautiful because even as crappy as it is, somehow it manages to continue to be useful. My hope and dream, as broken as it is, we can at least get it to a point where we can continue to do business on it. And if the ISPs want to get in the way, I'll play with them too. So I apparently get these weird powers of being able to scan the entire internet without getting in massive amounts of trouble. Yes. So where I get these powers from, actually, besides the fact that for the last 7 years I haven't, like, taken anything down. Right. So the deal is that, you know, the bad guys are winning. I mean, let's be honest, the bad guys do what they want, they break into what they need, they are in, like, I think the most recent estimates are 7% of the machines on the internet. Like, it's absurd how much the bad guys are kicking our ass. There was actually a vulnerability into something about, I don't know, about 6 or 7 months ago. Don't want to say what. But it was bad enough that I decided I would take this network that I get from a company called Prolexic. They're very nice, they give me this staff, and I decided I would go ahead and not only scan every single one of these potentially vulnerable servers to see if it was vulnerable, but I would actually actively send these people emails saying hi. Here's the deal. This thing's here,
And if you don't fix this, the internet might go down. That would be bad. You might want to fix this. And so we ended up sending, I think it was approximately 110,000 warning mails out of a scan against actually pretty much the entire internet to find every single potentially vulnerable host. And as far as we could tell, we ended up with like, you know, hundreds and hundreds of people saying thank you, and maybe a dozen people that said, I'm gonna kill you. But you know what? This is, I think, the only advantage we have as good guys. As good guys, I can go ahead, I can come to Germany, I can go on stage, and I can say, here's what I'm up to, here's what's going on. You know, I don't need to hide myself. I have no requirement for stealth. The lack of need to hide myself is the only advantage the good guys have over the bad people. All right, I've got no more technical questions, and if I do, probably the camera is stopping them. So it's been great chatting, but it's all done. Thank you so much. I go where I can find a bunch of people who understand like crazy DNS tricks and like are doing crazy artwork with music and video. So it's just been a lot of fun. Ja, also wir haben das präsentiert im Museumsquartier in Wien. So als subversive Aktion. Es gibt noch einen zweiten, der mitgemacht hat, Michi Zeltner. Okay. So, Tag Team. Yeah. Ich habe hauptsächlich ihn angetrieben und nebenbei dann noch Detail-Features eingebaut, wie zum Beispiel 3D-View des Drehzeugs und das OpenGL-Malen, so dass das alles schnell genug gezeichnet wird. Kamera, Computer, Videobeamer. Sonst braucht man eigentlich nicht. Was wir noch machen wollen, ist das Ganze noch besser implementieren und überhaupt noch viel mehr Spielereien, sodass es wirklich noch mehr artsy wird. Als dass es jetzt. Im Moment ist es ein Paintbrush on Steroids. Wir sind Mitglieder vom MetaLab aus Wien. Das ist ein Verein von Hackern. Also wir haben das gesehen. Die Leute aus New York haben das gemacht. Und haben uns gedacht, cool, machen wir auch und schreiben so im MetaLab auf die Wiki-Seite, ja, wir werden das präsentieren. Und wir melden dann unser Village an fürs Camp. Und irgendwer sagt, irgendwie bekommt mit, hey ja, die Wiener machen das vielleicht und schreibt das auf die Wiki-Seite vom Camp. Und dann schreibt irgendwann Heise, ja, am KS Communications Camp gibt es das und das und das und das und die Wiener präsentieren das Lasertagging. Und wir haben bis dahin nichts gebaut gehabt. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn Heise das schreibt, dann machen wir das. Und ein paar Tage später, tada!
On the internet, I'm known as Bicycle Mark. People call me that in real life, too. Perhaps a strange name for someone who considers himself a journalist, but I'm quite used to it. I do a podcast now called CitizenReporter.org. Formerly, or many people still know it as Bicycle Mark's Communique or Bicycle Mark's Podcast. So I'm here to speak about what's happening, of all places, in New Orleans, and how that relates to what people are doing with their own media on the internet. So in the world of hacking, I guess that's like information hacking or news hacking, news media hacking, which we need a lot more of because, well, they suck so much, the regular news media. But, you know, if we push them and push them hard, maybe they'll get better because we do need their help. Some people say Hurricane Katrina, you know, damaged or almost destroyed New Orleans, but actually the hurricane isn't what destroyed New Orleans. What destroyed is destroying New Orleans as we speak right now, and as we're here at camp, you know, having fun, is the neglect on the part of the government. And it's a neglect that is, we don't know for sure if it's on purpose or by mistake, but either way, it's neglect and it's dangerous. Some of it looks very planned, and it involves people's lives. People are losing their homes, they're losing the lives they've built for generations. And, you know, what does it have to do with Germany? Well, or where we are here, I think we're all connected. I think humans, all the humans on the earth are like one big organism. So if one part of us is sick, then it should concern all of us. And that goes for a lot of places in the world, not just New Orleans. But since I can talk about that, that's what I'll do. When it comes to social consciousness, I worry. I want to push hackers to be more socially conscious beyond privacy. Of course, we all care about privacy. We talk a lot about it. But what I don't hear is enough discussion about, can I say human rights? I know some people get nervous when we have to start talking about human rights because it's too complicated. How do we change that? But if we can do all this, if we can make something out of nothing, which our hackers are great at, right? Making something out of nothing, then we should also be able to put all of our power together and focus on much simpler issues when it comes to human lives and the quality of life that everybody deserves. You know, hacking the news media, or let's just say, looking beyond what we're given. I mean, that's what hackers do. We look behind the product we have in front of us. We want to know how it works. We should do the same thing with news that's given to us, or a politician that presents himself to us. And sometimes in society we do this, and we do an okay job. But I think we're falling behind. I think we're not doing a good enough job, because when you look at what's happening to us in our countries, in other countries, clearly we're not paying enough attention to how things are working. Yeah, we're in a good place here, but this is temporary, and a lot of people were working very hard behind the scenes, right? And I don't even always see them. But the truth is that the world is not where it should be, and that's not good. That cannot stand, as they say in The Big Lebowski. This cannot stand. Die Engel sind unsere freiwilligen Helfer, die wir da drin versteckt finden. Über das Wort Engel kann man sich streiten, aber in jedem Fall, wir wüssten nicht, was wir ohne sie tun. Also irgendetwas Himmlisches haben sie auf jeden Fall an sich. Und das ist bei Blue einer von den Erzengeln, einer von den Koordinatoren, der da ein bisschen irgendwie versucht, den Überblick zu bewahren. Und der kann mit Sicherheit noch viel mehr dazu erzählen. Ja, die Engel sind die Leute, die freiwillig arbeiten auch und die klar machen, dass alle Sachen gut gemacht werden. So wie die machen Security beim Eingang, die machen die Kasse, die Knock Help Desk, die Infodesk. Die Engel sind die besten Leute, die wir hier haben, denke ich mir selbst. Die Leute, die kommen hier fürs Urlaub und die würden dann doch einfach hier arbeiten für uns. Das ist sehr groß. Ja, ich denke, es ist vor allem was für Leute, die herkommen und noch nicht wirklich eine Community oder einen eigenen Kreis haben. Ja? Da kriegt man einen guten Überblick und man lernt sehr interessante Leute dabei kennen. Leute, die Engel koordiniert haben, die haben da ihre 24-Stunden-Schichten im Grunde genommen geschoben. The Angel System is rather easy. You show up before the camp, you can camp there and you're given tasks such as making ditches and things and put fiber underground and that sort of thing. And basically you get like free food and stuff for the work. Ja, also das ist nicht nur ein einseitiges Nehmen oder ein einseitiges Geben, dass wir unsere Location hierher geben und vermieten,
und sagen, so, du macht mit dem Gelände, was ihr wollt, sondern das ist auch eine wechselseitige Befruchtung. Also und so hatte ich mir das auch sehr gut vorgestellt. Schon das, was wir jetzt vereinbart haben, was wir jetzt sehen, gibt uns so viele Anregungen und gibt unseren Leuten so viele Anregungen, dass wir sagen, das müssten wir jedes Jahr machen einmal, nicht? An jedem Abend, wenn ich hier durchgehe, in irgendeinem Zelt ist wieder irgendwas Interessantes, was man findet, irgendwelche Leute, mit denen man ins Gespräch kommt. Also es ist schon eigenartig, dass ich hier zwei Welten treffe. Die eine, die völlig unbeackerte und unbeeinflusste Computerwelt eines Museums, das sich mit ganz anderen Sachen beschäftigt, und dann auf einmal diese Welt der Kommunikation und Rechner und Rechentechniker. Und das passt offensichtlich gut. Yeah, so you put these on. This doesn't have the cool graphics that the others have, but it has a sequence of brain waves that you could measure from you if you were doing a 10-minute meditation. Okay. But it's actually playing that into you with blinking lights and pulsing sound. There we go. Are you seeing any patterns or colors? Oh, good. Okay, your brain is working, so just sit back and relax and, you know... This is a brain machine that I made. I hacked from a little cheap kit that you can buy for $18 US. Here I've had a workshop where people have been building this and some other cool things that you can hack from the same kit. So what I want to do is have people play around with microcontrollers. It's really fun, they're powerful, you can do so many things with them. You start with the same basic hardware, a mini POV kit is what I use, and simple hardware change and different firmware and you end up with something totally different. So that's what's going on here. The program that's in here is one of a 10-minute meditation. The source code for this is open source, and it's made to be hacked, so you can create your own brainwave sequence. It was just, we told everybody it's for fun, but then every 5 minutes somebody came up, oh, so you have like a solar collector, or you built a special technical device, and it's just a pond, it's just for fun. And then person number 50 came with, oh, have you built a solar collector? I said, okay, well, if you want it to be something really genius, then it is something genius. So we invented the light emitting algae, Project University Amsterdam, blah, 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 all kinds of bullshit. And people immediately started, whoa, respect, and taking pictures and really close up. And then we said like two sentences, and then people started somehow making up in the camp their own story. So after 2 days we were standing here and people were telling each other, no, they need 6 hours to collect the light and then they can grow, but it takes 4 days, so you will see Saturday it's totally filled up. And we didn't tell them, so we were like, what? okay. And so it started to grow and to grow, and finally, we put up take home a free sample, and then there were still people this morning with little jars and asking us, how can I grow them and what do I need to do? So I told them, well, you can add a little bit of sugar to make them grow fast. Oh, thank you very much. And can I put them with my fish? No, no, they will eat your fish. Oh, okay. And then when I was writing here, you have been hacked. People still took samples, and I was circling, you have been hacked, and they still took samples home and said, thank you for the LG. So they really wanted to believe the story. Nowadays, technology is linked to capitalism. In this place, technology is linked to people. We are not slaves of technology. We use technology for a better world. Guys, this camp was just unbelievable. It was great. Thanks, everybody. This camp basically broke every record, each camp here in Germany has ever made. We had about 60 villages, which is an incredible amount. I still don't know how all of you guys have managed it, but it was cool. There was everywhere on this campsite some kind of action. Speaking of participants, by the way,
we broke that record too. We had about 2,000 people here on the museum side, on the campsite, and that is quite a new record. I'm proud of it. Prima. War, glaube ich, für alle was dabei. Für jeden Nerd und jede Nerdine. I'm from Sweden and this is my first time at the Chaos Communication Camp and it was really excellent. Hier waren ja von Himmel bis Hölle alles dazwischen. Hier sind Rechtsanwälte, alte Opas, kleine Kinder. Also ich habe selten so friedliche Veranstaltungen erlebt wie diese hier. Es gab diese ganzen Musikeinlagen, Einsturz in Neubauten, dritter Raum, Sportbrigade, Sparwasser. Es war das Geilste, was ich hier erlebt habe. Es war einfach nur großartig. Also die Kreativität ist unheimlich hoch, die Leute mitbringen, das Engagement ist unheimlich hoch und das freut mich sehr. Weil natürlich das Thema IT immer komplexer wird, weil wir nicht nur die Technik sind, sondern auch dieses ganze politische, sozial-kulturelle, künstlerische, eben der Themenkomplex wird immer größer, man kann immer mehr tun, die Technik wird immer selbstverständlicher, man hat einfach nicht mehr den Rechner, sondern es steckt überall irgendwas drin, was pingt und dementsprechend wird natürlich der Club immer komplexer und immer interessanter und immer schwieriger zu beschreiben. Es ist ja heute schon, beschreib mal dieses Camp in 3 Sätzen, es ist unmöglich. Genial, ich hätte es nie so gut erwartet, ich bin gerade komplett überwältigt, aber war cool.